Auch nachts die schöne Landschaft genießen, unter Druck ordentlich schlagen und schrauben, AdBlue einfüllen ohne Steckdose? Viele Fragezeichen, aber von Osram, HZ und Rapid gibt's jetzt die Antworten. Hallo in die Werkstatt! Und willkommen zu einer neuen Folge von Starttube. Auf einsamen Landstraßen sorgen Sie für mehr Sicherheit und beim Arbeiten im Dunkeln für den besseren Überblick. Die Rede ist von PKW-Arbeits- und Zusatzscheinwerfern von Osram. Hier mal ein paar Aufnahmen, wie Osram für den Durchblick sorgt. Das sind verschiedene Scheinwerfer. Die Lightbar FX500 CB, die Cubes MX85 WD und zuletzt die Lightbars SX180 SP. Da wird die Winternacht wirklich zum Wintertag. Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen Arbeitsscheinwerfern und Zusatzscheinwerfern. Arbeitsscheinwerfer sind am Fahrzeug verbaut, dürfen aber nicht während der Fahrt genutzt werden, zumindest nicht auf öffentlichen Straßen. Zusatzscheinwerfer dagegen schon, wenn die zulässige Lichtleistung für das Auto nicht überschritten wird. Ja, Osram setzt hier mit der neuen LED-Driving-Serie wieder mal Maßstäbe. Lichtausbeute, Schlagfestigkeit der Gehäuse und Gläser sowie Wasserdichtigkeit der Gehäuse sind hier die Pluspunkte. Wenn sehr gutes Werkzeug noch besser wird, dann werden wir von Starttube immer neugierig. Von HZ haben wir ganz aktuell so eine Meldung bekommen. Es geht um eine neue Druckluftknarre. Ein klarer Fall für unseren Elmar. Ja, und wenn die Mutter dann packt, dann schlägt der Druckluftschrauber gerne mal zurück. Verschrammte Handgelenke, kaputte Knöchel, alles keine Seltenheit. Michael, ihr habt eurer Druckluftknarre jetzt Manieren beigebracht. Wie habt ihr das geschafft? So sieht's aus. Eine starke Ratsche und dennoch mit Manieren. So muss es sein. Wir haben vorne in den Kopf ein Schlagwerk eingebaut, wie es vom Schlagschrauber halt ja bekannt ist. Und das sorgt dafür, dass die Ratsche uns in der Hand nicht rumschlägt. Ne? Heißt also, wenn wir hier auf eine Verschraubung, die jetzt noch lose ist, draufgehen und ziehen die fest, können wir es am Ende wirklich super gut halten. Also ohne Kraftaufwand und ich schlage nicht rum und beschädige mir die Knöchel. Jetzt habe ich noch gesehen, ihr habt den Betätigungshebel auf die Seite gesetzt. Was hat es damit auf sich? Genau, ist auch wieder so ein Grund, dass man mal nachgedacht hat, was passiert. Die Nüsse sind sehr kurz bei einer Ratsche von der Größe und wir würden an den Betätigungshebel unten gar nicht mehr drankommen. Im Zweifelsfall würden wir sie uns festfahren, weil wir sie nicht mehr loslassen können. Und so haben wir den Hebel auf Seite gesetzt und auch dieses Problem gelöst und dazu noch einen schönen gummierten Kopf oben drauf getan, damit wir eben auch unser Fahrzeug nicht beschädigen. Sehr schön. Also ein schlaues Teil mit Manieren. Vielen Dank, Michael. Sehr gerne. Kabel und Schläuche habt ihr wirklich genug in der Werkstatt rumliegen. Jede Stolperfalle weniger ist da schon ein echter Gewinn, oder? Ja, am cleversten sind eigentlich Geräte, die erst gar kein Kabel oder einen Druckluftschlauch brauchen. Bei Akkuschlagschraubern oder Bohrmaschinen ist es längst normal, aber bei großen Maschinen geht es selten ohne Steckdose. Aber Rapid hat sich da jetzt was einfallen lassen. Ein PKW-Betankungssystem für AdBlue mit Akkubetrieb. Super! Das Delfin Pro DC verfügt über einen eingebauten Akku, der bis zu 50 Befüllvorgänge ausreicht. Und das Gerät kann wahlweise mit 60 Liter Kanistern oder 200 Liter Fässern arbeiten. Ein selbstreinigender Sensor verhindert das Überlaufen und stoppt den Tankvorgang automatisch. Und dank Luftrückführung stinkt es auch nicht. Und jetzt kommt das Beste. Von diesem Gerät konnte sich Stahlgruber einen Sonderkontingent sichern. Ja, das bedeutet für euch, wir können euch das Gerät zum echten Hammerpreis anbieten. Natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Weitere Infos findet ihr in den MyHits. Normalerweise bewegt sich unser Henrik ja nur mit sehr viel Hubraum von A nach B. Heute denkt er aber an seine schlanke Linie und an die Umwelt und strampelt freiwillig. Henrik, stell uns doch mal dein Fahrzeug vor. Ja, liebe Dani und Markus, das ist vollkommen richtig. Heute bin ich etwas sportlicher unterwegs. Heute wird gestrampelt und zwar mit dem wunderschönen neuen Fahrrad von NRF. Das könnt ihr gewinnen in Frankfurt vom 18. bis zum 19. Mai und zwar relativ einfach. Die Firma NRF hat sich ein neues System einfallen lassen und zwar das Programm EasyFit. EasyFit bedeutet, ihr bekommt zu jedem bestellten Teil die passenden Kleinteile mit dazu. Macht mit beim Gewinnspiel und viel Glück. Viel Spaß, bis später. Ciao. Ich bin jetzt echt überrascht. Henrik in Bewegung ohne Benzin. Mir fehlen die Worte. Ja, mir irgendwie auch, aber ich bin eine Frau, ich kann trotzdem reden. Und schließlich darf ich ja jetzt auch noch Glücksfee spielen. Denn dieses tolle Bike konntet ihr auf der Leistungsschau in Chemnitz gewinnen. Und es wurde schon die Gewinnerin gezogen, Franziska Öser. Herzlichen Glückwunsch, Franziska. Gut, das war's für heute von Starttube. Die nächste Folge gibt's am 23. Mai. Wir freuen uns über euren Daumen nach oben. Wir sagen danke und bleibt's immer mobil. Auch mit dem Fahrrad.